Hey, ich bin Knut und willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Doors. Also die Quarry haben wir ja in der letzten Folge aufgebaut und die ist fleißig am Laufen. Wir schauen uns auch gleich an, wie viel wir gekriegt haben. Es gibt ein kleines Problem mit dem ganzen Teil. Ich habe das auch nochmal etwas erweitert. Heute wollen wir auf jeden Fall noch einige Sachen machen, bevor das Update rauskommt. Das sollte eigentlich schon draußen sein, aber es gibt ein, zwei technische Probleme. Und das gibt uns etwas Zeit, nochmal die Base zu upgraden. Und zwei Sachen müssen wir noch machen. Einmal das Licht, und da gibt es eine richtig geile Alternative zum normalen Fackeln. Also ich gucke da hin, weil da ist die Base. Und einmal müssen wir noch unsere Nahrungsmittelversorgung automatisieren. Und das wird richtig cool, da habe ich mir was Cooles zu überlegt. So, jetzt kommen wir aber erstmal zu unserer Quarry. Die habe ich etwas erweitert. Und zwar habe ich Solarpanels hinzugefügt, die ich auch mal direkt angeschlossen habe, endlich an den Bildersblock. Und ich mache das hier immer noch über die Batterie. Ich bin mir immer noch nicht genau sicher, warum. Aber ich wollte damit ja ein bisschen rumtesten. Und das war in der letzten Folge relativ, ja, derp. Dann habe ich beide Windräder noch hier mit hingestellt, damit das ganze Ding ein bisschen schneller läuft. Und die Quarry sieht man auf der Karte oben rechts auch. Habe ich ein bisschen versetzt, weil die Chunks ja da hinten geladen werden sollte. Und irgendwie hat das Chunk-Loading nicht perfekt funktioniert. Also wenn die Chunks hier dranhängen, direkt, so im näheren Umkreis, dann funktioniert das ganz gut. Wenn die weiter weg sind, also da hinten, dann funktioniert das tatsächlich nicht ganz gut. Wir können mal nachgucken. Also erstmal, ich hatte eine ganz kleine Farmtour gemacht und dann schauen wir mal in mein Inventar, was ich so gefunden habe. Und man sieht, hier sind schon einige Erze dabei. Ein bisschen Resonating Ore, ein bisschen Silver Ore. Ich habe also einiges zusammengekriegt und wenn wir mal in meinen Rucksack schauen, sieht man, dass da noch mehr dazu gekommen ist, wie einiges an Gold, einiges an Silber und so weiter. Ganz viele verschiedene, wie heißt das, Edelsteine und sowas. Diese Compressed Cobblestone habe ich natürlich von hier gehabt, denn die habe ich ein, zwei Mal leer gemacht, die Quarry. Und ich habe bis auf ein bisschen Kupfer und ein bisschen Eisen keine Ressourcen hier draus entfernt. Und schauen wir mal eben rein. Also so sieht es aus, wenn sie läuft. Und man sieht, wir haben hier gleich ein bisschen Aluminium drin, wir haben hier ein bisschen Tin drin und 30 Lapis. Und jetzt sollte ja meinen, in den Rest ist noch mehr. Hier ist ein bisschen Eisen auf jeden Fall mit dazu gekommen. Und ich habe noch eine dritte Truhe hinzugefügt. Die habe ich dann mal so ein bisschen custom wieder aufgestellt. Wir haben 9 Nickel, ein bisschen Eisen und 18 Gold. Bisschen Kupfer überall drin verteilt und das war's. Also, ja, ich habe mir minimal mehr versprochen. Jetzt kann man natürlich die Quarry noch mitnehmen und ins Deep Dark tun. Das ist eine neue Dimension, die aufgemacht wurde. Die hat, glaube ich, Debitor aufgestellt. Ich bin mir nicht ganz sicher. Und da gibt es viel mehr Erze. Das heißt, wir können das Ganze erweitern und wir werden die auch nochmal umstellen, aber nicht jetzt. Das heißt, wir nehmen die nicht jetzt mit, wir bauen erstmal etwas in der Base um. Das ist Punkt Nummer 1, weil da muss einiges gemacht werden. Und ich werde hier auch gleich... wo ist meine Spitzhacke? Habe ich keine mehr? So, jetzt habe ich wieder eine. Wunderbar. Ich werde hier auch gleich ein Solarpanel mitnehmen. Meine Batterie natürlich auch wieder mitnehmen. Warum sollte die denn hier stehen bleiben? Und, ist sie runtergefallen? Ja. Ich werde die Batterie mitnehmen und ein Windrad werde ich auch mitnehmen, damit die Base wieder ein bisschen ordentlich aussieht und ein bisschen Strom hat, wenn wir werden den Strom gleich brauchen. Und ja, dann geht's weiter, würde ich sagen. Oh, dafür brauchen wir die Axt. Kommen wir zwischendurch nochmal eben zur Frage, kann man Enderlilies eigentlich farmen? Und die Antwort ist... ein bisschen. Also mir wurde ja auch oft gesagt, dass Enderlilies sich im Gras verstecken. Und wenn man tatsächlich sehr viel Gras abfarmt und das nicht gerade, ja gut, nasses Gras ist, dann kann man Enderlilies tatsächlich farmen. Also es geht. Ich habe hier schon 5 Stück. Ich glaube so in 20 Minuten oder ein bisschen weniger, weiß ich nicht genau. Also so um die 20 Minuten habe ich 5 Stück gefarmt. Und das hat mich zur Frage gebracht, kann man Enderlilies auch automatisiert farmen? Und ich denke, da ist die Antwort jein. Und warum, können wir uns mal anschauen. Und damit machen wir einen kleinen Abstecher in meine Testwelt. Hier ist ein ganz kurzer Blick. Nein, nicht zu viel gucken, da ist einiges noch vorbereitet, was wir nochmal machen wollen. Aufgrund des Ressourcenverbrauchs habe ich das ganze Ding einmal aufgebaut. Und hier können wir uns angucken, ob wir Enderlilies auch automatisiert farmen können. Und da geht gar nicht so viel mit, wie es normalerweise mit den ganzen Mods ist aus Doors, weil normalerweise hat man einfach einen Block. Man will automatisch irgendwas farmen, zum Beispiel Kartoffeln oder so. Da setzt man einen Farmer-Block, zack, automatisch werden Kartoffeln gefarmt. Das Ganze kann man dann auch irgendwie beschleunigen und so weiter und so fort. Aber keiner hat sich Gedanken darum gemacht, wie man Gras automatisiert farmt. Das heißt, wenn wir, es gibt eine ganz geile Methode, und zwar mit Knochenmehl, wenn man das einfach irgendwo setzt, spawnen Blumen und Gras und hauptsächlich wichtig ist eben halt das Gras, was dabei spawnt.
Und jetzt kann man das Gras abbauen und da drin können halt Enderlilies sein. Jetzt ist hier die Idee bei meinem ersten Versuchsaufbau, dass ich einfach ganz, ganz schlecht Pistons gesetzt habe. Tut mir leid, das Design ist schlecht, aber es soll einfach nur zeigen, dass es geht. Die Pistons sollen dann das Gras zerstören und das Gras kommt hier hin, indem darunter ein Dispenser gesetzt ist, der nach oben zeigt und der schön mit Knochenmehl gefüllt ist. So, und wenn ich jetzt hier diese Redstone Clock aktiviere, dann sieht man schon sehr gut, wie immer Gras entsteht. Zumindest unglaublicher Lärm. Dann sieht man, wie Gras entsteht und wie sich die Items in der Mitte sammeln. Der Block in der Mitte wird leider nicht zerstört, auf jeden Fall nicht in so einem Aufbau, sondern eben halt nur das 3x3-Feld außenrum bis auf den mittleren Block, das heißt nur 8 Felder. So, und wenn wir jetzt hier reingucken, ist hier ein Range Collector und der ist da angeschlossen und ist hier nicht an? Ah, ich habe ihn auf ausgestellt. Jetzt ist er an. Und der sammelt automatisch alle Sachen an, die hier unten gedroppt werden. Das heißt, wir müssen kein verrücktes Hopper-System aufbauen, was dann alles einsammelt danach. Das wäre tatsächlich ein bisschen kompliziert geworden. Und so brauchen wir das nicht, sondern wir haben hier einfach einen Range Collectors aus Actually Editions. Und der sammelt die ganzen Sachen hier oben in meine Chest rein. Und der Dispenser hier unten ist gefüllt mit komplett Bone Meal, einmal komplett voll. Und wir können uns hier angucken, was passiert, wenn ich das jetzt einmal komplett durchlaufen lasse auf diesen 8 Feldern. Mit der Voraussetzung, man hat so viel Bone Meal. Und danach schauen wir uns noch einen kleinen anderen Aufbau ganz kurz an und setzen mal ein kleines Resümee daraus. Okay, ich muss zugeben, ich habe das komplette Design schon mal durchgetestet, bevor ich diesen Test hier gestartet habe. Und es war fürchterlich erschreckend, das heißt, es gab gar nichts. Schauen wir mal in unsere Truhe. 2 Enderlilies. Und das ist gar nicht so schlecht, weil das Bone Meal ist noch gar nicht durchgelaufen. Ist sogar noch einiges da. Und hier drin sind immer noch 3 Ender Lilies, weil die Transfer Pipes sind einfach ein bisschen zu langsam für so ein System, was so viel auf einmal weglaufen lässt. Das heißt, man könnte vielleicht auch andere Pipes nehmen und man kriegt wirklich, das wären jetzt hier 2, da 3, das wären schon 5. Eins hatte ich vorhin schon hier gekriegt, das gucken wir uns gleich auch nochmal an. Man kriegt wirklich einiges an Ender Lilies raus. Ich meine, ganz ehrlich, was wollen wir damit machen? Vielleicht weiß ich da schon was. Aber die sind ganz cool. Vielleicht bauen wir das System auf dem Server auf. Wow, das überrascht mich jetzt wirklich gerade im Moment. Ich hätte nicht gedacht, dass das so gut funktioniert. Das ist krass. Nochmal eben ganz kurz zu dem anderen Punkt, den ich mir vorhin angeguckt hatte und den ich mir überlegt hatte, wie man sonst noch ein bisschen effizienter gestalten kann, weil das ist relativ ineffizient. Man kann da zwar einiges mit Slime-Blöcken machen, dass man wesentlich weniger Pistons braucht und die Slime-Blöcke bewegen, die dann eine größere Fläche auf einmal belegen, weil man sieht ja auch, es ist eine größere Fläche möglich überhaupt zu belegen. Das heißt, vielleicht machen wir das Ganze einmal größer und machen größere Panels mit Slime-Blöcken und Pistons von oben kaputt und kriegen dann mehr raus. Jetzt habe ich aber noch hier dieses hier und das benutzt einen User und ein User, ja, zeigt letztendlich, benutzt letztendlich ein Item und wir benutzen hier so eine Sichel und wenn ich das hier anstelle, wird Bone Meal davon da reingemacht und der User verwendet die Sichel und macht diesen 3x3 Radius. Ein kleiner Nachteil ist eben halt wirklich, der macht nur den Block unter sich weg, also wenn da was kommt, außer man setzt da Redstone dran, das könnte man auch theoretisch machen, dann setzt man da Redstone dran und dann baut er alles um in einem 3x3-Bereich ab. Da muss man nicht so viel mit Pistons machen und so weiter. Das Problem ist, der verbraucht die Sichel. Das heißt, man braucht eine Unbreakable-Sichel, Entschuldigung, damit das Ding nicht kaputt geht und immer weiterläuft. Ja, ich bin echt positiv überrascht von dem Aufbau hier. Der ist eigentlich ganz cool. Wir brauchen auch keine Sichel, die nicht kaputt gehen darf. Wir machen das mal aus. Jetzt ist die halt noch minimal ineffizient, aber das kriege ich effizienter hin. Dann haben wir auch noch was für den Server, was wir uns angucken können. Okay, cool. Und dann geht's weiter mit was ich echt ziemlich krass finde. Wieder zu Hause angekommen, habe ich schon einiges erledigt. Unter anderem sieht man das Windrad, wie es schon wieder läuft. Und die Stromversorgung läuft auch ein bisschen. Und man sieht schon, was wir gleich bauen werden. Und als nächstes, bevor ich es wieder vergesse, müssen wir uns mal hier drum kümmern, ganz kurz. Das machen wir mal so als kleinen Abstecher. Erstmal brauchen wir, ach, wisst ihr, ein Cobblestone. Ich habe nichts da. Ein Cobblestone. Und dann nehmen wir ganz normales Holz, würde ich sagen. So, dafür nehmen wir das hier. Zack, zack. Machen uns 2 Türen. Wunderbar. Warum gibt es eigentlich 3 Türen, wenn man das so macht? Interessant. Ein Cobblestone hier in die Ecke. Ist nicht, ist eine Übergangslösung. Warum? Kann ich das nicht? Okay.
So. Der hier noch weg. Perfekt. Wir haben unseren Eingang endlich mal gesichert. Das ist schon schön. Und als nächstes zu dem, was ich eben gerade gesagt habe. Man kann die Enderlilies nochmal upgraden. Och, die sind auch alle schon reif. Also, die Dinger sind ja so geil, weil ich hier automatisch Enderpearls bekomme, ohne jetzt eine riesige Wutfarm zu haben oder so, die wir uns bestimmt noch mal eines Tages angucken werden, da gehe ich mal ganz stark von aus. Man kann sie auf jeden Fall besser benutzen und der liebe Tobias Dunst hat mir geschrieben, wie man Endstone macht. Wie man Endstone macht. Und dafür brauchen wir einen Inductive Smelter. Und aus Thermal Expansion und um den zu bauen, benötigen wir, wenn wir mal reingucken, ganz viel Invar. Und Invar kriegen wir hauptsächlich darüber, indem wir entweder Invar Blend machen, dann brauchen wir einen Crusher, oder wir nehmen Alloy Smelter in der Aero und machen Iron und Nickel zusammen und dann kriegen wir Invar Ingot. Das ist mein Way to go, dann brauche ich keinen Crusher und brauche nur einen Alloy Smelter, den wir sowieso irgendwann nochmal brauchen. Und dafür brauchen wir nur einiges an Eisen, ein paar Furnaces, noch mehr Eisen und ja, das war es eigentlich schon fast. Ich habe das Ganze tatsächlich versucht hier drin zu machen, aber Eisen und Nickel in der Smeltery. Nein. Es mag sich nicht verbinden. Schade eigentlich. Sehr schade. Redstone. Komm schon, Redstone. Och Gott. Los, Backpack. Ich brauche auch mehr Redstone. Wirklich Klammern Redstone, glaube ich. Hier ist schon nichts mehr drin. Oh. Hupsi. So, Alloy Smelter. Das war ein Kampf, den herzustellen. Jetzt haben wir ihn. Du kommst jetzt einfach mal hier ran. No Power. Ja, du hast kein Redstone. Das müssen wir schnell ändern. Ach, diese Dinger haben wir mit ihren. Ja, wir brauchen noch einen Redstone-Input. On. Gut. Warum kriegst du keinen RF? Du stehst neben dieser vollgefüllten Batterie. Krieg RF. Ja, wunderbar. Es funktioniert. das hatte ich beim letzten Mal schon erklärt, aber rausgeschnitten, wenn ich die hier schlage, dann kriegen die Strom. Jetzt brauchen wir Eisen und Nickel und dann sollte das alles fertig sein. Nickel, 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 Nickel. Nickel, Nickel, Nickel. Ha. Nickel. Was war das? Das ist ein Enderman. Warum ist da ein Enderman? Oh Gott! Warum ist der da? Warum ist der da? Es ist mitten am Tag. Er soll weggehen. Er ist hier unten. Ich habe keine Life. Ich habe nichts zu essen in der Hand. Oh Gott! Ich habe da nicht mit gerechnet. Er hat Low Ground. So. Können wir das schon mal klären? Ich hoffe, hier kommt die nicht hoch. Ah! Ja! Wir kriegen ihn, weil er 3 hoch ist. Komm her. Soll ich gegen ihn kämpfen? Ja, ah. Warte, 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 Enderman! Nein, komm nicht zu mir! Geh weg, geh weg. Muss er hin. Gut, er ist da oben. Ach, jetzt hat er das Interesse verloren. Glück gehabt. Okay, kommen wir zum Alloy Smelting. Ich habe hier 9. Ich glaube, das waren 2 zu 1. Moment. War das? 2 Eisen, 1 Nickel. Gut. 1, 2, 3, 4. 1, 2. 2, 3. 5, 6. Oh nein, jetzt hat das Eisen schon verarbeitet. Oder was? Nee. Ich habe einfach eins zu viel gesetzt, glaube ich. Ach, keine Ahnung. Es passt. Wuhu, wir kriegen Invar. Ich habe jetzt mal alles soweit vorbereitet. Gerade, ich muss noch ein bisschen mehr Invar machen. Und gerade das Machine Frame mit dem Zinngear. Ach Gott. Okay, dann haben wir alle Sachen. Und Inductive Smelter. Yay. Damit können wir jetzt was richtig, richtig, richtig Cooles machen. Wir müssen allerdings noch unser Ender irgendwie klein kriegen. Zwar flüssig. Wo kriegen wir das hin?
Okay, ich muss noch mal eben kurz Lava holen, um eine Enderpearl zu schmelzen. Oh, ich hätte nicht gedacht, dass das so ein massives Unterfangen wird. Aber naja, wann war es denn mal leicht das letzte Mal? Zack. Ja, ich hab's geschafft. Ich habe einen Resonating Ender Bucket. Also ich habe jetzt nochmal meine Sackmill rausgeholt. Die habe ich mal irgendwann zwischendurch gebaut, weil ich meine Lohnrouten... Naja, die macht halt dreimal den Staub aus Lohnrouten. Im Gegensatz zu zweimal, die man normalerweise bekommen möchte, könnte. Und jetzt habe ich hier ein paar Enderpearls eingeschmolzen, damit dann das Enderpearl-Powder gekriegt, das hier reingeworfen und damit meinen Resonating Ender-Bucket gekriegt. Damit haben wir flüssiges Ender, quasi. Haben den Inductive Smelter. Was brauchen wir noch? Sandstein. Ich muss den Alloy Smelter machen. Wow, das ist ein riesen Rezept gewesen gerade. Oh, und ihr wisst noch gar nicht genau wofür. Aber wir machen es gleich. Sandstein, 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 Sandstein. So. Sandstein. Toll. Okay, das setzen wir jetzt mal hier einfach ran. Da wird es nämlich geladen. Dann können wir daran gehen. Warum habe ich den Inductive Smelter? Ist das richtig? Ach, come on. Der sieht nicht richtig aus. Oh, nein. Moment. Oh. Wir brauchen den Fluid Transposer. Eieieiei. Okay. Sekunde. Und fertig ist der Fluid Transposer. Oh Mann. Oh, Fehler machen ist so mein Ding. Einfach mal das Falsche bauen. Und wie ich gerade überrascht war, dass das Interface ganz... Eieiei. Naja, wir haben jetzt alles. Also, wir haben einmal unser Resonating Ender. Das heißt, wir stellen hier mal den Mode auf Fill, setzen das Ganze rein. Setzen das Ganze hier rein. Oh, es hat keinen Strom. Warum hat es keinen Strom? Warum hat denn nie irgendetwas Strom? Komm. Go. Ja. Ach, ich muss mir diesen Stromplan auf jeden Fall nochmal überdenken. So, jetzt kommt es hier rein. 1000. Das ist recht viel. Sehr gut. Jetzt switchen wir das Ganze und jetzt transposieren. Naja, jetzt setzen wir einen Sandstone rein und warten ein bisschen und unser flüssiges Ender quasi wird jetzt da rein gepumpt. Und fertig ist unser Endstone. Woo! Wir haben Endstone, ohne ins End zu gehen. Mega cool. Und eine Sache ist halt richtig, richtig cool daran, dass wir das haben. Ich kann die jetzt auch mal wegnehmen. Ich werde die eh umsetzen. Das heißt, ich nehme die mal weg hier. Hab meine Enderlily. Und sie wächst irgendwie. Was war das? Ach, ich habe keine Ahnung, ganz verschiedene Zahlen gehört. 5-mal schneller, 60-mal schneller, ganz verschiedene Zahlen. Sie wächst auf jeden Fall wesentlich schneller auf Endstone. Und das heißt, unsere Enderpearl-Produktion ist definitiv gesichert. Ich fand es halt witzig, diesen kompletten Prozess einmal durchzumachen. Wobei ich glaube, dass das Video jetzt schon wieder so elendig lang sein wird. Ja. Dass wir es nicht hinkriegen, unsere Nahrungsmittelversorgung zu automatisieren. Mensch. Oder das mit dem Licht zu machen. Aber wir haben eine Enderlily-Produktion. Also wir haben jetzt Endstone, endlich. Wie viel von dem flüssigen Ender ist denn noch übrig? Das würde mich mal interessieren. 750, das heißt 250 Verbrauch. Das heißt, wir können noch 4... Sandstein damit, also Endstone damit machen. Also insgesamt 4. Ja, ist krass. Braucht man so viele Enderpearls wirklich, um das, um 4 Steine zu machen? Da brauchte ich echt viele Enderpearls für. Naja,
Ich habe auf jeden Fall kurz mit Scherenknut gesprochen und er meinte, dass die Aufnahme noch ein bisschen Platz hat. Und wir können uns immerhin um einen Teil kümmern, den wir noch machen wollten. Das Ganze mit der Farm machen wir dann später, dass wir automatisch Nahrungsmittel kriegen. Wird auf jeden Fall sehr hübsch und da wird auch ein kleiner Themenblock wieder dabei sein. Und deswegen kümmern wir uns jetzt nochmal kurz um das Licht hier, um das fertig zu machen. Da sind diese Powered Lantern dran, die an unserem Stromsystem dranhängen und diese Wooden Posts, die, wie ich finde, ganz schick aussehen und die man auch ein bisschen bearbeiten kann. Das ist ganz geil, wenn man diesen Engineers Hammer nimmt von Immersive Engineering, dann kann man diese Ausleger ran oder abmachen. Und die Dinger benutzen wir anstatt den Fackeln und anstatt den anderen Lösungen, weil die einen Zusatzeffekt haben. Nicht nur, dass die hübsch leuchten und dass man die so cool aufhängen kann hier auf diesen Wooden Posts, nein, die verhindern auch den Gegner-Spawn. Und das ist mega cool. Das müssten, ich glaube, 32 Blöcke, also das heißt 4 Chunks oder so müssten das sein in etwa. Also jetzt vom Center ausgehen. Das heißt irgendwie 16 in jede Richtung oder 32 in jede Richtung. Da bin ich mir nicht so ganz sicher. Müsste man nochmal nachgucken. Auf jeden Fall verhindern die den Gegner-Spawn in der Nähe. Komplett, auch ohne Licht dann. Also wenn es weiter weg ist. Und so habe ich es verstanden und das finde ich mega cool, wenn es wirklich so ist. Und davon werden wir ein paar einrichten. Ich habe hier nochmal ein paar fertig, aber wir bauen auch nochmal ein paar. Moment, sind hier noch? Oh, schön, die brauchen wir auch gleich. Wir bauen erstmal nochmal ein paar auf, dann habt ihr es auch kurz gesehen. Immersive Engineering Powered Lanterns und man braucht Glowstone dafür. Und das ist ein bisschen so, wie sagt man, der schwierige Part. Und wir brauchen ein paar Glasscheiben. Deswegen habe ich noch ein bisschen Glas. Ich habe mir Clear-Gas übrigens zwischendurch mal hergestellt, weil ich ja die... Kann ich daraus keine Glasscheiben... Nee. Echt nicht? Oh. Wow. Zweimal in einer Folge. Krass. Okay. Gut, das passiert mir jetzt. Also, ja. Das ist ganz schön spät, Leute. dann haben wir noch diese Iron Plates. Davon müssen wir ein paar mehr herstellen. Wir nehmen den Engineer's Hammer wieder und machen noch ein paar Iron Plates. Das müsste auch soweit reichen. Ich habe leider nicht mehr Glowstone. Und wenn wir die haben und das Glas haben und Redstone haben und Glowstone haben, dann reicht das schon? Ich denke schon. Da. Ja. Und fertig sind die und wir können, glaube ich, noch einmal machen. Ich weiß, wir werden jetzt nicht alle anbringen, aber dann haben wir schon mal ein paar. Oh, wir haben sogar noch ziemlich viel Glowstone übrig. Okay, ach ja, man kriegt ja immer gleich mehrere Powered Lantern. Ja, das ist ganz cool, aber die werden uns auch reichen. Und dann müssen wir noch die Fences machen, also diese Dinger, wo die draufstehen. Dazu nehmen wir uns ein bisschen Treated Wood Planks, ein paar Treated Wood Sticks. Die haben wir schon mal vor einiger Zeit gemacht. Ich glaube, so rum. Ja. Genau, dadurch kriegen wir die Fences. 12, das sollte dicke reichen. Und machen daraus die Posts. Aber wir brauchen noch, also diese Stangendinger. Aber wir brauchen noch ein paar hiervon. Von diesen Stone Bricks. So. Und dann sollten wir die. Ach, ich lüge sie einfach hier rein. Ich kann das Rezept, Leute, keine Angst. So, und dann können wir einfach die machen. Und dann haben wir einige Wooden Posts und die finde ich, die sehen halt auch ganz schick aus. Ach, komm Leute, was soll der Geiz? Ich finde, die sehen ganz schön schick aus und die sind halt auch mega funktional, weil die eben halt auch die Monster abhalten. Ich setze einfach erstmal ein paar. Ob das jetzt so perfekt passt von der Länge, wollen wir die in eine Reihe oder hier an den Weg setzen? Ich denke, ich setze sie mal hier mit an den Weg ran erstmal. Erstmal werden die hier bleiben. So, und dann müssen wir die Arme von hier unten schlagen, dann kriegen die eben halt diesen kleinen Ausleger. Und jetzt müssen... Oh! Ja. Wow! Das hat jemand gesehen. Das ist krass. Jetzt müssen wir da irgendwie Strom rumkriegen. Ich weiß nicht, ob das hier reicht. Und wir müssen da auf jeden Fall noch diese Verteiler draufsetzen. Hier geht das ganz gut. Bei dem anderen müssen wir mal gucken, wie wir da hinkommen. Zack! Denn die Lampen müssen immer Strom kriegen. Ich weiß nicht, wie viel Strom die verbrauchen. Das finde ich auch... Würde mich auch mal interessieren, wie viel Strom die eigentlich selber wirklich verbrauchen. So, jetzt mal ganz kurz hier konzentrieren, um damit fertig zu werden. Deswegen setzen wir das Relay drauf. Wir können auch direkt die Lampe draufsetzen. So, und schon mal verkabeln. Zack, jetzt haben wir den ersten verkabelt. Jetzt setzen wir gleich noch auf den zweiten das Relay und gucken mal, ob wir das hinkriegen.
Das Relay ist schon drauf, stimmt. Wir setzen die Lampe drauf. Genau, das wollte ich sagen. So. Okay. Ich versuche es. Oh, perfekt. Jetzt verkabeln. Mit Kabeln. Und jetzt verkabeln wir die beiden noch. Die beiden Relays. Ich hab's nicht gekriegt. Ja. Und jetzt muss nur noch das Relay an den Stromkreislauf angeschlossen werden. Und das geht nicht weg. Oh. So, aber. Das sieht ein bisschen doof aus. Hab ich den gerade tiefer gesetzt als den anderen? Ich glaube schon. Ja, der sitzt ganz oben auf dem Turm drauf. Jetzt verbinden wir die beiden nochmal eben schnell. Och, komm. zack. Ach Gott, dieser Turm. Komm. Ah. Invalid Point. Okay, warum kann ich die denn nicht um die Ecke setzen? Das ist nicht merkwürdig. Also eigentlich müsste ich die um die Ecke einmal rumsetzen können. Okay. Das finde ich immer noch ein bisschen merkwürdig teilweise. Aber ich müsste sie hier raufsetzen können. Ja, das geht. Warum geht das? So, und jetzt benutzen wir einen kleinen Trick hier. Weil ich keinen Bock habe, da jetzt nochmal unten Relay hinzusetzen. Deswegen nehmen wir die mal weg. Nimm den hier. Setzen den hier ran. Connect the trailer to the same point. Ja. Ja, okay. Den und setzen den dann eben halt hier ran. Warum connectet er das nicht? Connectet das? Ja. Okay. Also von hier nach hier. Perfekt. So, jetzt sind die verbunden schon mal. Wir setzen die Treated Wood Dinger wieder. Also das ist so ein kleiner Trick. Das hat mal jemand sehr nett gesagt. Er findet cool, dass es geht. Das Kabel geht hier so ein bisschen durchs Holz durch. Aber wir setzen jetzt nicht 1000 Relays. Wir haben hier schon 2. Und das ist schon ganz gut. So, und jetzt haben wir da Licht. Wir haben da Licht. Und wir könnten hier jetzt die Fackeln sogar ein Stück weit schon wegnehmen. Hier wird kein Spawn mehr sein. Einmal müssen wir noch Licht auf die andere Seite kriegen. Mindestens mal hier hin. Haben die gewissen Abstand? Nee, ne? Die haben keinen richtig gewissen Abstand. Dann kommt hier nochmal der Ausleger drauf. Da kommt das Licht oben drauf. Ach Gott. Oh, wow. So geht's doch am besten. Zack, der kommt drauf. Dann haben wir hier noch ein paar Relays. Ein paar mehr gemacht. Da kommt einmal das Kabel ran und das Kabel ran. Jetzt kann ich immer Relay zu Relay verbinden. Wir kriegen den Strom rüber und das sollte jetzt auch gleich leuchten, wenn ich das hier da anschließe. Perfekt. Und jetzt sollte der gar nicht mehr da sein. Oh, und das nach dem Enderman. Ich höre schon wieder irgendwas. Was ist hinter mir? Zum Glück war es kein Creeper. Okay. Haben wir auch den. Also die sind nicht mehr so das Problem. Und die Endermen sind immer noch ein Problem. Gut, also hier ist relativ viel Spawn, wenn ich mich nicht irre. Also muss ich mal gucken, dass ich das ein bisschen weiter verteile. Wir haben ja noch ein paar Lampen und ein paar Posts dabei. Und vielleicht bauen wir beim nächsten Mal die Mauer schon. Nee, ich glaube nicht. Wir machen beim nächsten Mal die Nahrungsmittelversorgung. Und dann bauen wir die Mauer und können das Licht besser verteilen. Ja. Und dann kommt das Haus auch bald dran. Vielleicht machen wir auch erst das Haus. Wir müssen mal schauen. Ich kämpfe hier ein bisschen weiter gegen die Zombies. Kann mich nicht verabschieden. Bin in Sicherheit in meinem Bunker. Mein toller Bunker. Es ist der beste Bunker auf dem Server. Nicht. Okay, und damit vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Wenn es dir gefallen hat, lass auf jeden Fall ein Like da. Und wenn es dir wirklich gefallen hat, abonniere auf jeden Fall den Kanal. Und damit wünsche ich dir noch eine richtig geile Zeit. Bis dann, euer Knut. Bis zum nächsten Mal bei Minecraft Doors. Ciao. Übrigens sind meine Hühner schon wieder tot. Wer tötet ständig meine Hühner? Warum? Da, 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 da.